Hallo, herzlich willkommen, Andreas Lienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, alias Mr. T. Heute zum Thema, jawohl, den exzentrischen Bewegungsablauf musst du mit Schwung ausführen. Jawohl, und zwar am Widerstand wächst der Körper. Du musst deine Kniebeuge mit 100 Kilo auf dem Rücken den exzentrischen Bewegungsablauf nach unten sausen lassen und unten abfedern wieder nach oben. Ja, die Empfehlungen gibt es. Wenn es nur rein darum geht, dass ich ein Gewicht von A nach B bewege, ohne Rücksicht auf jegliche Technik, und mir meine Gewebsstrukturen alle völlig wurscht sind, dann kann man sowas in der Tat machen. Aber es ist nicht förderlich, nicht, und zwar N-I-C-H-T, nicht förderlich für den Muskelaufbau. Es werden bei unkontrolliertem exzentrischen Bewegungsablauf unten am Umkehrpunkt, der natürlich auch in Umkehrschwung ausgeführt wird, also auch geschummelt, werden wesentlich mehr Lasten auf Gewebsstrukturen abgefeuert, wie es tatsächlich sein müsste. Wenn es denn so wäre, dass diese Technik irgendwas bringt, dass ich sage, oh, ich habe dadurch eine riesen Ausbeute, ich habe da so und so viel mehr Muskelmasse und ich kann natürlich auch meine Gelenke dadurch besser stabilisieren und ich erreiche da mehr Muskelmasse und bla 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 bla, da würde ich sagen, okay, da kann man sich Gedanken drüber machen. Aber Umkehrschwung, 100 Kilo Kniebeuge, ihr wart schon mal in Physik, fallen lassen und unten Umkehrschwung über den Hebel nach oben katapultieren heißt, dass die Last sich eben multipliziert nach oben in einen Bereich, wo nicht sein müsste. So, und da werden die Gelenkstrukturen überstrapaziert. Und das kann zu verfrühtem Verschleiß der Gelenksanteile führen und es kann im dümmsten Fall auch noch zu Muskelfaserrissen führen und im allerschlechtesten Fall natürlich eben zum Riss von Gewebestrukturen. Und diese Gewebestrukturen, wenn es nicht die Muskulatur ist, dann kann es sein, dass es sehr, sehr lange eine sogenannte Regenerationspause in Anspruch nimmt, wo ihr nicht trainieren könnt oder nur eingeschränkt trainieren könnt. Und das bedeutet, dass ihr euren kompletten Muskelaufbau, was ihr vor einem Jahr lang betrieben habt, vielleicht in den Wind schießen könnt. Und genau deswegen macht es keinen Sinn. Auch diese Aussage, egal wie der Gute heißt, egal welchen Titel der hat, das ist mir völlig wurscht, das ist absoluter Unsinn, sowas zu empfehlen. Und was sieht man in der Regel? Anfänger. Die machen genau das, die haben nicht mal annähernd die nötigen Stabilisatoren, überhaupt sowas abzusichern. Wenn es hier um einen Bereich geht des Kraftsportes, wo es rein um Kraftaufbau geht, wo es rein darum geht, ein Gewicht von A nach B zu bewegen, und derjenige sich im Klaren ist, was er da tut, dann kann er das gerne machen. Aber für einen gesundheitsorientierten, funktionalen Krafttrainieren ist das Humbug und es bleibt Humbug. Und es ist nur so, für all dieses Nutzen. Die nutzen es nur aus dem Grund, weil sie dadurch größere Gewichte schaffen und sich dann auf die Brust räumen können sagen, ich bin King Kong, ich habe 100 Kilo Kniebeuge gemacht. Wenn ich mit denen Kniebeuge trainiere, dann müssen die korrekte Technik unten am Umkehrschwung anhalten, stopp und wieder frisch ansteuern mit höchster Technik, mit höchstem Anspruch. Dann kacken die gewaltig ab. Und genau deswegen nutzen sie diese Art von Technik und nicht, weil es Sinn macht. So einfach ist das. Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt, ein bisschen impulsiv. Es liegt einfach daran, weil ich im Fitnessstudio zum Teil ganz junge Männer sehe, die genau diesen Unfug betreiben und dann so noch in einer hundsmiserablen Technik, dass ich hinten dran stehe und mir am liebsten, wenn ich eine Mütze auf hätte, würde ich es am liebsten fressen. Aber ich habe keine Mütze auf, also kann ich sie fressen, also muss ich die Zähne zusammenbeißen, muss denken, um Gottes Willen. Dann geht man schon mal hin und versucht auch noch einen Tipp zu geben. Und was endet man? Ich habe aber jemanden gesehen im Internet, der hat es genauso gemacht. Und der hat solche Oberarme und solche Schenkel, deswegen mache ich es genauso. Und wenn der mit dem Kopf gegen die Wand drängt, mache ich das auch so. Und wenn der mit dem nackten Arsch gegen die Wand drängt, mache ich es auch so. Mama mia. Okay, bin wieder ganz entspannt. Wo ist mein Buch? Wo ist mein Buch? Leg die Fernsteuerung auf den Kopf. Tief ein, ausatmen. Es wird alles gut, Andreas. Reg dich nicht auf. Und schon geht's wieder besser. Ihr wisst, was ich meine. Spaß beiseite. Alles ist gut, alles wird gut. Diejenigen, die es wirklich ernst nehmen, die wissen das und die sind mir dankbar für meine Tipps. Diejenigen, die einfach nur Hampelmann-Theater machen und sich nachher dann beklagen, oh, der Sport ist so schlecht. Ich habe mir alles kaputt gemacht, weil der Fitnessstudio nichts gesagt hat. Für die ist mir das gerade wurscht. Aber für diejenigen, die es wirklich ernst nehmen, die sagen, Technik verlasst,
Ich bin hier präzise wie Uhrwerk. Der darf diese Aufforderung, anstehend zu trainieren, gerne ernst nehmen. Das war's. Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Mr. T. Hofft, dass ihr mich ernst nehmt.